Der Zwergschnatz auf Schmanzi, Pfeffersalz. Die nächste Rasse kommt aus Baden-Württemberg, wo sie ihren Ursprung hat. Ob der Hund von dort ist, weiß ich nicht. Die Stadt Leonberg wollte, der den Hund kreiert hat, wollte eine Rasse züchten, die dem Wappen der Stadt Leonberg sehr nahe kommt. Und das Stadtwappen von Leonberg ist ein Löwe. Und hier sehen wir den Leonberger, der vom Erscheinungsbild wirklich einem Löwen ziemlich nahe kommt. Der Leonberger, die Stadt Leonberg in Baden-Württemberg, gab dieser Rasse ihren Namen. Also eine deutsche Rasse. Sir Edwin Landseer, der berühmte Maler, gab der nächsten Rasse seinen Namen, der Landseer. Dieser berühmte Maler, Sir Edwin Landseer, hat diese Hunderasse kreiert. Da steckt der Leuchtenfleber mit drin, in dieser Rasse, und das sieht man ganz deutlich.